Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Insurgents. Okay. Wir kämpfen anscheinend jetzt. Wir befinden uns eigentlich auf dem Weg in die letzte Stadt, die wir noch erkunden müssen. Oder die vorletzte. Und von da aus gehen wir, glaube ich, weiter ins No Man's Land oder sowas. Wenn ich das richtig verstanden habe. So, aber erstmal kämpfen wir gegen das nette Ding hier. Okay, das hat definitiv nicht genug Schaden gemacht. Okay. Das wird wehtun. Ah, das tut gar nicht so sehr. Haha. Ja, gut. Das ist jetzt dumm gelaufen für dich, würde ich sagen. Auf Wiedersehen. Einmal getroffen und down. Haha, ich würde ja gern drin bleiben, aber ich kann ja nicht meine Attacke wechseln. Deswegen müssen wir leider raus. Tja, schade. Dumm gelaufen. Hi. So. Mega-Entwicklung. Yay. Ich finde Balouis Mega-Entwicklung immer noch cool. Oh, und du gewonnen-hittet. Sehr schön. Ja, auf Wiedersehen. Ich weiß nicht, was ich denke. Oh. Ach nee, ich bin schon da. Ich hatte doch extra vor dem Typ noch meine Pokémon geheilt. Haha, das hat sich ja fast gelohnt. Willkommen in der friedlichsten Stadt der Region. Okay. Ja. Schön. Wo ist denn das Pokémon Center, Leute? Und man kommt gar nicht in die Häuser rein, Leute. Leute. Wo ist das Pokémon Center? Diese Stadt ist verwirrend. Sie ist riesig. Ach du meine Güte. Hätte ich nicht gedacht, dass das Ding so groß ist. Okay. Ich suche übrigens immer noch das Pokémon Center. Gibt es hier etwas wie ein Pokémon Center? Da ist der Taxityp. Hier ist es. Ha. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie wir von hier aus in No Man's Land hinkommen. Schauen wir mal, ob wir neues Zeug mal wieder kaufen müssen. Nee, Super Potions möchte ich bitte nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß halt nicht, ob man da heilen kann, wo wir jetzt hingehen. Ich bezweifle es, ehrlich gesagt. Nicht, dass man irgendwelche coolen Pokémon fangen kann. Oh, ich hab noch genug Pokébälle. Wir kaufen bitte keine neuen Pokébälle. So. Ja gut, dann hoffe ich, wir kommen irgendwie dahin. Müssen wir mal schauen, wie das geht. Irgendwo bei der Arena, wo ist die Arena? Ah, hier, das sieht gut aus. Das sieht nach Arena aus. Ja gut. Toll! Hä? Ach da, eine Höhle. Okay. Sehr cool. Na gut. Dann müssen wir noch hier irgendwas finden. Hallo? Was ist das für eine Konsole? Eine Wii. Das sieht so aus, als hätte nicht mal Adam eine Wii U gekauft. Was für ein schrecklicher Mensch. Okay, wir reden da jetzt nicht weiter drüber. Oh, cool. Okay. Was haben wir hier? Fort Swipe. Okay, ja gut. Aha, das sieht schon sehr richtig aus, würde ich sagen. Ich denke, damit können wir was anfangen. Hyperspace Hole. So. Und durch. No Man's Land. Ach, hier kann ich hochklettern. Okay. So. Okay, irgendein Orb haben wir gefunden. Ich glaube, ich setze mal lieber Superschutz ein, damit wir auch schön durchkommen. Was ist denn das hier? Immer diese Steine im Weg. Es ist vor allem voll verwirrend, weil ich jetzt im Dunkeln spiele. Und nicht sehen kann, was Stein ist und was Wiese. Ich sollte jetzt einfach bis morgen warten mit dem Aufnehmen. War fies.
Du meine Güte, warum ist denn das hier so verwirrend? Leute, ich fürchte, wir hängen hier in diesem Rätsel noch den Rest der Folge rum. Fies. Ich würde sagen, das Ziel ist es, immer weiter nach Norden zu gehen. Hoffe ich. Werden wir sehen. So, hier ist nix. Ja, wir nutzen einen neuen. Ach, du meine Güte, okay. Okay, das ist so, nee. So wird das wohl eher nix. So wird das wohl auch nix. Ja, Hammer, und jetzt? Okay. Wir setzen einfach Hardswap ein, dann wird das schon funktionieren. So, blöde Schieberrätsel. Ha! Euch habe ich's gezeigt, würde ich sagen. Wer muss schon Schieberrätsel machen, wenn er Mew dabei hat? Hier ist noch ein Item. Was für Orbs liegen hier rum? Hallo? Was ist das? Oh, okay. Das sieht aus, als wäre ich hier richtig. Würde ich mal vermuten. Alpha-Tempel. Guckt mal, hier sind lauter... ich weiß nicht. Ist das ein Rihorn? Weil es das erste Pokémon ist, das es gab? Ja, es ist ein Rihorn. Also, das war das erste Pokémon, von dem es das Design gab, ne? Das hier ist ein Rätsel. Ich sehe es schon. Oh nein. Ich weiß es nicht. Ja toll, hier ist nichts. Gut, Sackgassen. Oh nein, es gibt nicht nur vier Räume. So. Okay. Gruselige Musik. Oh, man kann die Wörter nicht sagen. Das Wort Song kann man lesen. Belied. Was sagt mir das jetzt? Wir gehen wieder ganz oben. Oh, scheint richtig zu sein. Oh, ich dachte schon, ich wäre schon wieder in der Sackgasse. Okay. Und hier wieder runter. Hier ist eine Darkrai-Statue, mit der kann ich mich aber nicht hart swappen. Würde ich mal vermuten. Ach, kann ich was mit den Statuen auch irgendwann machen? Oh nein. Okay. Durch die Lava komme ich nämlich nicht durch, würde ich mal vermuten. Die Hornstatuen. Wildes Pokémon, da habe ich nicht super Schutz. Funktioniert anscheinend nicht mehr. Okay. Gut zu wissen. Das hier unten, das sieht seltsam aus. Oh, ich hasse Rätsel. Ich komme doch niemals richtig an. Was ist denn das hier schon wieder Gruseliges? Es ist ein uraltes Steintafel mit einem Gedicht darauf. Du kannst mir geben, aber du kannst mir nicht nehmen. Es braucht einen, um mir zu geben, aber zwei, um mich dazu zu bringen. Den größten Kreis beginne ich. Und ich bin es, das darin liegt. Ich gebe allen lebenden Dingen Atem. Oh nein, das ist ein Rätsel. Aber ich bin nicht Gott oder Leben oder Tod. Und wie der Phönix von der Asche kehre ich wieder, was auch immer. Was bin ich? Weiß ich nicht. Fies. Ich habe vorhin das Wort Song gehört. Ach, das war wohl falsch. Na toll, jetzt ist das ein blödes Rätsel. Fies. Ach, ich habe keine Ahnung, ehrlich. Wir lesen uns das jetzt nochmal in Ruhe durch, würde ich sagen. So. Aha.
Es braucht einen, um mich zu geben, aber zwei, um mich zu machen. Okay. Und ich beginne den größten Kreis, den Kreis des Lebens. Ich habe keine Ahnung, ehrlich. Ah, wieso muss ich ein Rätsel lösen? Das ist fies. Aha. Das ist fies. Ich verstehe es nicht. Ich weiß es nicht. Es braucht ein, aber zwei. Ist das fies? Fies. Ich habe keine Ahnung. Das war vor allem auch noch auf Englisch. Ist das richtig gewesen? Ach du meine Güte. Das war tatsächlich richtig. Okay. Okay, alles gut. Okay. Fies. Fies, weil... Ach du meine Güte. Dieses Rätsel, was soll denn das? Okay. Wir gehen jetzt einfach weiter. So. Das ist eine kaputte Brücke. Darüber möchte ich eigentlich nicht laufen. Ich habe keine... Was ist das? Nein, ich habe mich nicht erschrocken. Das sah nur so aus. Ich dachte, ich hätte gehört, wie du mir gefolgt bist. Du wirst mich nicht einfach alleine lassen, oder? Ich habe schon das Artefakt, nach dem ich gesucht habe. Aha. Das, was dort ist, ist nur Dekoration. Ich habe gehofft, dass ich dich dazu bringen könnte, mit mir zu reden. Es ist eine Art von Musikinstrument vielleicht. Ich bin nicht komplett sicher, was es tut, aber es scheint eine große Quelle von Kraft zu sein, Energie. Ich denke nicht, dass es so stark ist wie die Kristalle, aber es scheint trotzdem sehr stark zu sein. Damit kann ich arbeiten. Aber du hörst einfach nicht auf, in meinem Weg zu stehen. Was versprichst du dir davon? Du wirst mich nicht aufhalten können. Vielleicht mich verlangsamen, aber ich werde immer wiederkommen. Das ist meine Bestimmung. Ich werde erfolgreich sein, egal wie oft ich verliere. Ich werde dir jetzt etwas Verstand einprügeln. Lern deine Lektion jetzt, während du es noch kannst. Yay. Kämpfen wir schon wieder. Ich habe das Gefühl, ich habe gegen ihn öfter gekämpft als gegen Nora oder Damien. Was mit dem Typ eigentlich? So. Ich bin mir immer noch nicht sicher, welcher Typ das Ding ist. Aber ich mache ihm doch Schaden. U-Turn. Okay, auf Wiedersehen. Ja gut. Wir gehen dann mal, würde ich sagen. Es ist ein Mega. Ja klar. Es ist ein Mega. Was sollte es auch sonst? Okay. Erdbeben. Autsch, das wird wehtun. Das wird richtig übel wehtun. Warum kannst du Erdbeben? Warum bist du Level 93? Die noch bessere Frage. Um Himmels Willen. Okay. Na gut. Ich habe das Gefühl, der Kampf wird irgendwie nichts. Aber ich kann mich auch irren. Vielleicht hätte ich lieber Psychokinese einsetzen sollen, weil ich das Step drauf habe. Ach. Oh Mann, das treffe ich nicht mal. Was bist du? Knock off. Ich weiß echt nicht, welcher Typ das ist. Beim besten Willen nicht. Vielleicht Fee? Gut, dass das nicht getroffen hat. Dass immer alle Gesteinsattacken können, das ist halt einfach so fies. Jeder kann Steinhagel oder Steinkante lernen oder Rockslide oder was auch immer. Wir wechseln da mal. King lebt zum Glück noch. Yay! King! Ich würde sagen Erdbeben. Das war ein One-Hit, sehr schön. Warum hat er das im Team? Ich verstehe es einfach nicht. Seine ganzen anderen Pokémon sind so krass und das ist halt überhaupt nicht. So ganz und gar nicht ist das krass. So.
Oh ja, super, hast dich voll geheilt. Herzlichen Glückwunsch. Warum hat das eine Krone auf? Es hat eine Krone auf. Aber wieso? Vielleicht sollte ich meinen dunklen Himmel auch nutzen mit einer sinnvollen Attacke. Dass ich das manchmal auch vergesse. So, Level Up für Baloui. Oh. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt... Weiß ich nicht, was ich dagegen einsetzen soll. Drachenpuls. Okay, es boostet sich nur. Das heißt, nächste Runde kriegen wir es down. Nein, auch das ist einfach nicht fair. Ich hasse es, wenn die Dinger mit... Oh, er hat den Lebensaufwand, hat sich selbst... Okay. Ja gut, damit kann ich leben, glaube ich. Auch wenn ich verwirrt bin, aber okay. Was setzt er ein? Kyurem! Okay. Okay. Wir können es einmal mit Superpower probieren. Ist es nicht... Ist es Typ Eis? Ja, klar. Gecrittet. Mhm. Okay. Spiel. Mhm. Ist voll okay für mich. Nicht. Dass ich nicht mal einmal angreifen durfte. Ist super. Eistrahl, das wird ein One-Hit. Oh, es ist kein One-Hit. Ah. Ich bin stolz auf dich, Togekiss. Ich bin sehr stolz auf dich. Auf Wiedersehen, Togekiss. Okay, down gegangen. Ah, ist ja schön. Ich weiß ehrlich nicht, ob wir den besiegt kriegen. Mhm. Ich fürchte, wir müssen den nochmal machen und dann mit einem besseren Pokémon leaden, als wir das jetzt hatten. Baloui. Das reißt nämlich immer eine ganze Menge raus, ob man mit welchem Pokémon man anfängt. Das Quake. Das schade, hat nicht genug Schaden gemacht. Das dürfte ein One-Hit sein. Okay, Leute. Was machen wir in der nächsten Folge nochmal? Ja, okay. Gut, dann macht es gut. Bis zum nächsten Mal, wenn wir ihn hoffentlich besiegen. Und tschüss.